Willkommen zum 22. Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Wir sind zum ersten Mal diese Saison in Deutschland und das auf dem Nürburgring. Letzte Saison war es hier eher schwierig. Ich hatte große Probleme, ein Setup hinzukriegen. Trotzdem, soweit ich mich erinnere, haben wir einen dritten Platz geholt. Und ja, das war mehr als das Maximum in dem Moment. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. Ich habe ein Setup gefunden, das sollte weiterhelfen. Vielleicht können wir auch um den Sieg mitfahren. Mal sehen. In der Wertung sieht es ja relativ gut aus. Wenn wir gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall vor Michael. Ja, nicht wirklich. Und hier, ja, es ist so eine Sache, also es hängt von Ralf ab, glaube ich. Ja, dann mal zur Streckeninfo. Der Nürburgring, 60 Kilometer nordwestlich von Koblenz, besticht durch mehrere kurze Geraden sowie anspruchsvolle, langsame, mittelschnelle und schnelle Kurven. Die ursprünglich 22,5 Kilometer lange Nordschleife wurde nach mehreren tödlichen Unfällen entschärft und an heutige Sicherheitsstandards angepasst. Ja. Okay. Es ladet ein bisschen länger als normal. Okay, dann mal zum Qualifying. Ist es trocken? Ja, ist es. Das ist mal gut. Okay, Setup laden. Ja, wie immer zu viel Benzin. Diese Setups sind vermutlich für 100% Rennen gedacht. Aber ja. Okay, die Gänge können, glaube ich, gleich bleiben. Ja, okay. Ja, es passt auch. Okay, mal probieren. Es wird interessant. Es könnte sein, dass das Setup passt, aber auch nicht. Und Ralf ist der Erste auf der Strecke. Und ich bin auch ein bisschen erkältet, also... Ja, deshalb klingt meine Stimme vielleicht ein bisschen komisch. Okay, mal sehen. Okay, also es ist zumindest direkt die Lenkung. Also im Vergleich zur letzten Saison kein Untersteuern. Okay, das Schumacher ist... Oh. Also da habe ich schon ein bisschen Probleme, aber es geht noch. Und da muss ich aufpassen, nicht zu weit rauszufahren. Kann leicht passieren. Und mal sehen, Top Speed. Oh, 300. Das ist genug, glaube ich. Ich kann auf jeden Fall da jetzt aggressiver fahren als letztes Jahr, was ja ein recht großes Problem war, diese Schikane. Okay, mal sehen. Das ist immer noch die alte Variante der Strecke, wie man hier sehr leicht sehen kann. Und ja, ich habe die Kurve noch gerade so gekriegt. Ja, Ralf ist schnellster im... Ups, aber im ersten Sektor. Oh. Also, ich muss da weniger einlenken, also... Komisch. Oh. Das war jetzt... Das war jetzt schlecht. Ja, und ich habe keinen Heckflügel mehr.
Ich muss mir das mal in der Wiederholung angucken. Es war komisch. Ja, ich bin vermutlich aufs Gras gekommen. Ja, da geht der Heckflügel weg. Ja, das ist schlecht. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann mal zum Rennen. Ja, wir starten auf dem letzten Platz. Es ist schade. Ist schade auf jeden Fall. Und es wird sehr, sehr kritisch beim Start. Aber ja, mal sehen. Okay. Was könnte ich verändern? Ja. Okay. Ja, nicht viel. Also, ein schwieriges Rennen auf jeden Fall vom letzten Startplatz. Aber mal sehen. Hallo zusammen. Hallo. Okay. Mal sehen. Wird ein schwieriges Rennen. Okay. Solider Start. Aber die KI ist langsam und ja. Ich fahre durch. Ja. Platz 8, soweit ich sehe. Hinter Irvine. Und vor den beiden Jordans. Upsala, und ich hätte hier den Irvine gekriegt, was ich nicht in den Neutralgang geschaltet hätte. Okay. Villeneuve sollte schaffbar sein, hoffe ich mal. Okay, 19. hinter Barrichello. Und davor sollte er auch sein. Lol. Also, die Kerls sind auf jeden Fall nicht gut. Okay. Mal sehen, ob ich die bessere Topspeed habe. Ja, auf jeden Fall. Okay, das hat gepasst. Ich bin dran. Ja, das war jetzt schlecht. Aber trotzdem, ich bin dran, also. Ich sollte den Platz hier, glaube ich, holen. Da war der Wagen ein bisschen instabil. Okay, ich bin dran. Okay. Ich sollte ihn jetzt kriegen, glaube ich mal. Oder auch nicht. Aber jetzt auf der Startziel sollte es ohne Probleme klappen. Ich habe die Topspeed auf jeden Fall. Ich habe beide gekriegt. Aber ich verliere den Platz gegen Ralf, aber ich kriege ihn wieder. Oder auch nicht. Ja, da hat der Ralf gekämpft, aber... Ja, es hilft mir nicht wirklich weiter, auch wenn ich den Ralf jetzt hier überhole, weil Häkkinen wird schwierig. Upsala.
Also ich habe in dieser Kurve wirkliche Probleme. Aber was soll ich machen? Upsala. Ja, mal sehen, was ich gegen den Mika machen kann. Wird aber eher schwierig, würde ich sagen. Ja, Michael mit der schnellsten Runde. Okay, also es ist einfach zu viel Abstand, dass ich den aufhole. Ich könnte vielleicht jetzt gegen ihn kämpfen, wenn er eine halbe Sekunde weg von mir wäre, aber ist er ja nicht. Schade. Ups, also ich muss auf jeden Fall aufpassen und den vierten Platz nach Hause holen. Was ich auf jeden Fall mit dieser Aktion nicht geschafft habe. Das war mal schlecht. Ja. Also der Wagen ist da instabil. Ja. Was soll man sagen? Werfen wir nach diesem atemberaubenden Rennen um den großen Preis von Europa noch einen Blick auf das Endklassement. Schumacher, Erster. Ja. David. Und damit ist Michael auf jeden Fall weggezogen. Zeit, einen Blick auf den neuen Stand in der Fahrerwertung zu machen. Ah, 12 Punkte. Schumacher vergrößert seinen Vorsprung in der Fahrer-WM. Ferrari baut seine Führung in der Konstrukteurswertung weiter aus. Jaguar mit dem ersten McLaren Punkt. Ist ja, das war ein schlechtes Wochenende für uns. Ja, also Qualifying weggeschossen, Rennen weggeschossen, die Schumacher ist. Also, ja, das Setup war da einfach nicht gut genug. Das war dann am Ende schade, wir haben den vierten Platz weggeworfen. Und ja, das wären wertvolle Punkte, 3 Punkte, also, ja. Aber ich hoffe mal, Monaco sollte ein bisschen besser laufen, weil ja, es ist halt mehr eine Fahrerstrecke und ich kann da, glaube ich, ein bisschen rausholen. Wir müssen auf jeden Fall vor Michael das Rennen beenden, weil sonst zieht er uns weg. Aber es ist ja erst das 6. Rennen, soweit ich weiß. Also es gibt noch Zeit, aber es schadet nie, Rennen zu gewinnen. Ja, wir werden dann sehen. Ja, das wäre alles für diesen Teil und ja, wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Ich hoffe mal, dass es da besser läuft. Tja, bis dann und auf Wiedersehen. Tschüssi.